fallen die zu weit auseinander. Wie weit komme ich zurück? Ich habe, glaube ich, jetzt doch eine Idee, wie man das machen kann. Ich muss diese Stage von vorne machen. Ich glaube, ich habe sie kapiert. Ist aber komplizierter Mist. Willkommen zurück zu Let's Play Catherine. Wir stecken hier in einem sehr komischen Rätsel fest. Das scheint so, dass es zum letzten Abschnitt gehört. Ich habe vergessen schon wieder, wie ich den Anfang gemacht habe. Wie habe ich denn den Anfang gemacht gehabt eben davor? Ich weiß es schon wieder nicht. Irgendwie habe ich doch angefangen. Ich hatte doch eben eine Möglichkeit. Wie war denn das? Toll, da habe ich wieder das Problem, dass das Ding... Nein, ich komme hoch. Nein, doch nicht. Edge.
Wieso geht das nicht? Hey, was mache ich? Ich check dieses verdammte Rätsel nicht. Warte mal. Eine Idee. Habe ich es jetzt tatsächlich gelöst? Oh, leck mich am Arsch. Oh, ich hab's geschafft! Holy crap! Oh, das war ja ein Verarsche schlechthin, ey. Dieses Level. Meine Güte! Und dennoch ist noch ein Bosskampf da. Wir wollen natürlich wieder zwischensafen. Damn it! Damn it! How dare she go to some young bastard? Just watch. I'll get her back. Are you the only one here? Where are the others? They're not all dead, are they? Shut up! Don't talk to me! Sorry. Everyone... What the fuck? Alle Schafe sind tot. Damn it. Alter! Oh, damn. Is that exhaustion I sense? Sit down and rest. Oh my god. Welcome, little lamb! I see you've survived. Oh, you're doing amazingly. The next trial will be the last one on this floor. There's so much shit already. Nothing is gonna scare me off now. This is the 14th question. If you were suddenly naked in public, where would you hide? was ist das denn für eine Frage? Eigentlich egal wo, aber... Das ist bestimmt Rotes Kammer. Ja! Wir sind fast da. So that's it then. That's... Now, you're almost there. Only a very small number of sheep have ever reached the... In this century, you're the first. Ugh. I hear there are more holy stairs with red carpet at the top of the cathedral. Get there. But don't let go of what's important. If you can, then you'll be free. It's important to me. I don't know. But I'll worry about tomorrow. In any case, I'm getting the hell out of here. Now hurry up and take me up there. Well, I'll lead you to the next trial. Okay. Wait for me, Catherine.
Und wir haben die anderen Spiele geantwortet. Wow, ausgeglichener als ich gedacht hätte. Na gut. So, Dille. Oberste Etage vom Spiralkorridor. This is the final area for tonight. The glowing black hole blocks suck in anything placed on top of them. Avoid stepping on them. What? Once you pass this area, you'll reach your final destination, the cathedral. Ah, das ist doch ein Scherz. Und jetzt noch ein Vincent Brooks. What? Who's there? Was? Shadow Vincent. It's the killer. Do not die. Ach du Scheiße. What? All that matters is yourself, right? Ich kämpfe gegen meinen eigenen Schatten. Alter. Wie krank. Und das Ganze ist auch noch dreidimensional. Wie krass ist das denn ausgefallen, bitte? Ah, ein Trampolin. Holy shit! Alter, das ist ja mal ein geiler Boss, aber ich habe auch Schiss vor dem. Oh, was passiert da? Fällen schon wieder Blöcke runter. Ich sollte mir vielleicht eine Treppe bauen. Alter, hier wird jetzt alles abverlangt von mir. Aber das ist noch nicht das Finale, klar. Heiliger Scheiß. Ach nee, jetzt passiert dann jetzt schon wieder, dass ich nicht sehe, wo ich bin. Das ist mir schon ein paar Mal passiert und dann habe ich nichts gesehen. So ein Mist immer, wenn das passiert. Guck schon wieder. Wie kriege ich den denn wieder zurück? Hallo. Och Mann. So macht das Spiel dann keinen Spaß, wenn das immer passiert. Nein. Ich spiele schon mit dem Steuerkreuz eigentlich. Aber. Weil ich finde, das ist bei so einer Kletterpassage doch dann irgendwie schon etwas. Nein! Schon etwas, besser und präziser. So kommt es mir zumindest vor. Muss ich erstmal meinen Weg nach da oben finden. Weil der einfach alles... Ich hab's zu weit geschoben, ne? Warte mal, ich hole mir die Blöcke von da drüben rüber. Ich glaube, ich habe da hinten eins mit so einem schwarzen Loch gesehen. Okay, da sollte ich also aufpassen, dass ich da nicht reintrete. Das ist echt schwierig. So. Und die Frage ist... Wieso klettert der eigentlich nicht immer so rum, wie ich will? Edge.
erstmal überlegen, wie ich das jetzt mache. Der Bisch hier von der Aufgabe gestellt, mein Schatten. Ah, Vincent Schatten, das ist schon eine coole Idee, muss man schon mal sagen. Wenn ich hier Probleme habe, hier voranzukommen. Schieb den mal weg und nimm den mal mit. So, jetzt haben wir ein bisschen Luft wieder zum Spielen hier. Okay. Ich bin hochgekommen. Oh, was macht er jetzt? Bitte lass mich den Checkpoint einsammeln. Du verrückter Schatten. What the hell? Der hat das Licht ausgeknipst, Alter. Nee. What the fuck? Alter, das ist doch ein Babsack. Das ist jetzt mit Absicht gemacht, damit ich da in die Falle rutsche, ja? Aber hier ist ein Trampolin. Ach so. Ich verstehe. Ich muss das also zum Fallen bringen. Oder nicht? Oder nicht? So geht's auch. So komme ich da auch hoch. Oder nicht? Nein! Sauhund. Warum hat er auch das Licht ausgemacht? Ich hab gedacht, ich könnte abkürzen. Na gut. Mir gefällt gerade gar nicht, dass das alles hier so rot leuchtet. Oh, was? Der hat einfach den Boden mir weggezogen, dieser Babsack. Dreckiger Schweinehund. Natürlich spielen wir noch einmal. Jetzt bin ich schon so weit gekommen. Da will ich das auch schaffen. Ne? Ein bisschen aufpassen mit dem Eis. Das könnte hier weiter oben fatale Folgen haben. Ich habe mir einfach zu viel Zeit gelassen gehabt. Mit im Trampolin, weil ich ja gehofft habe, ich könnte mich da irgendwie hoch spielen, aber es ging ja leider nicht. Hey. Und jetzt beeile ich mich, falls es gleich wieder rot leuchtet. So geht's also nicht weiter, aber so. Warum müssen es auch Eisklötze sein? Ach so.
schon komme ich da weiter. Das war also Absicht so. You're scared of being chained down, right? Nein, das bringt mir nichts. You're scared of being chained down, right? This is the order on. I got it. Oh nein. Fudge. Oh nein! Das macht er also nach einer Zeit, wenn es ihm zu lange dauert. Das ist ja übel, der hetzt mich ja richtig. Okay. Neuer Versuch, komm. Komm, mach mich kaputt. Ups. Das war nicht beabsichtigt. Komm jetzt. Okay, es geht also nicht. Ich dachte, ich könnte schnell mal rüber. Geht also nicht. Weg mit dir. Achso, so hatte ich es ja gemacht. Ich habe mir den einen Block hier rüber geholt. Damit ich da irgendwie hochkomme. Aber jetzt muss ich erstmal schauen. Ich bin mir selbst mein eigener Feind. Passender könnte eigentlich das Motto für diesen Boss nicht lauten. Vincent kämpft also gegen sich, beziehungsweise seinen eigenen Schatten. Anstieg von diesem Albtraum. Ob wir es schaffen werden, was uns danach erwarten wird, wenn wir jetzt aufwachen, wenn wir uns selbst bezwungen haben im Schlaf, das erfahren wir in der nächsten Folge. Freut euch auf jeden Fall drauf und vergesst nicht, Bewertungen und Kommentare zu hinterlassen. Ich bin hier raus. Peace out.